Der Frontmann der britischen Hardrock-Band Motorhead, Lemmy Kilmister, ist tot. Der Bassist und Sänger starb wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag an den Folgen einer Krebserkrankung. Kilmister galt im Rock'n'Roll-Zirkus schon zu Lebzeiten als Legende. Mit Songs wie Ace of Spades schrieb er mit seiner Gruppe Motorhead Rockgeschichte. Auf der Bühne zu stehen war für ihn wie eine Droge. Lemmy Kilmister, Sänger und Bassist von Motorhead. Für die einen war er Kult, der Dinosaurier des Rock'n'Roll, Ikone ganzer Metal-Generationen. Für die anderen der pure Bürgerschreck, versoffen und immer wütend. Aber eines hat er sich nie verbogen. Wenn du dein Herz verkaufst, bist du eine Hure. Das ist die schlimmste Form der Prostitution. Lemmy Kilmister liebte es hart und wild, zerlegte wie in der Sendung Musikladen gern mal seine Instrumente, war ein Freund von leichten Mädchen und zu Deutschland hatte der geborene Brite eine ganz besondere Beziehung. Deutschland hat uns gerettet, als wir ganz unten waren und keine Engagements mehr bekamen. Hier konnten wir spielen und genug Geld verdienen, um zu überleben. Dafür werde ich immer dankbar sein. Der Sound von Motorhead, schnell, hart, laut, sehr laut. Motorhead galt als die lauteste Band der Welt. Doch das war Lemmy Kilmister egal. Es sei die beste Band der Welt, meinte er immer. Und mit der wollte er so lange wie nur möglich auf der Bühne stehen.